Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video für euch. Und zwar habe ich heute mal wieder einen neuen Solo Money Glitch. Und zwar für alle Konsolen. Für die Next Gen und für die Old Gen und auch für den PC. Genau. Und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video hier teilen würdet und eure Freunde markiert, damit das so viele Leute wie möglich sehen, die nach einem Money Glitch suchen. Natürlich auch liken ist selbst, damit das mehr sehen. Und ansonsten, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Dann kommt jetzt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen Glitch machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst in die Beschreibung gehen oder bei Facebook hier oben auf die Links und dann müsst ihr den Link für eure Konsole sozusagen hinzufügen. Da ist einmal PS4, Xbox, PS3, also Xbox One, Xbox 360 und PC für alle Konsolen. Dann startet ihr die Mission ganz einfach und was ihr in dieser Optionssache machen müsst, ist Punkt zu Punkt GTA. Dann müsst ihr Mastercast wegmachen und auf Sportwagen, weil wir halt einen Sportwagen duplizieren möchten, weil es mit denen am besten geht und weil man die weiterverkaufen kann. Und eigene Fahrzeuge ein. So, dann startet ihr das Spiel einfach. Ihr könnt es solo machen, weil es ein Solo-Money-Glitch ist. Richtig geil. Props an euch, an World's Finest Gamer und Fraps. Beide sind in der Videobeschreibung. Der Glitch wurde nämlich von denen gefunden. So, wenn ihr den Bravado Buffalo S habt, startet ihr die Mission einfach. Ich habe es mit dem Bravado Buffalo S gemacht, weil man damit am meisten Geld machen kann und weil ich den hatte, weil ich den nicht nochmal neu kaufen musste. Nehmt einfach irgendeinen Sportwagen von euch, den ihr schon habt und dupliziert den und macht ein bisschen Geld. Leider geht es nicht die 45 Minuten Wartezeit, aber was soll's. So, dann müsst ihr zu diesem Spot hier kommen, zu diesem Los Santos Customs. Sollte jeder kennen und den Weg sollte auch jeder kennen. Ich habe es euch nochmal auf der Map gezeigt. Und was ihr da machen müsst, ist ganz einfach, ihr müsst in die Garage reinfahren und merkt schon, okay, da kommt keine Animation. Ihr seid einfach in der Garage drin. Dann wartet ihr einen kleinen Moment, holt das Handy raus, geht auf diese Mission, dass ihr die abbrechen wollt. Und kurz bevor ihr bestätigen müsst, gebt ihr Gas und drückt dann X. Und dann seht ihr das schon, wenn ihr in diesen Ladebildschirm kommt. Unten rechts ist dann sozusagen der Name von dem Wagen. Und dann spawnt ihr ganz normal auf der Map hier in einer Sitzung. Bei mir hat es eine Minute oder so gedauert und ihr seht es schon an der Straße, wird mein eigenes Fahrzeug angezeigt und zwar mein Motorrad. So, und ich sitze gerade noch in diesem Bravado Buffalo S, der sozusagen dupliziert wurde. Bedeutet, der Buffalo S ist nicht auf meinen Namen und ich habe den dupliziert. So, mein anderer Bravado Buffalo S ist in meiner Garage, deswegen rufe ich die Mechaniker an, um euch das zu zeigen. Ich habe nämlich zwei Stück in Del Piero, hier einmal Buffalo S und Buffalo S und das Fahrzeug, wo ich sozusagen drin sitze. Und wenn ihr in der Garage seid, wird dieses auch als nicht versichertes Fahrzeug angezeigt, also richtig easy. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lasst auf einmal Daumen hoch da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten teilen nicht vergessen und auf YouTube abonnieren nicht vergessen, um weiteres nicht zu verpassen. Und ja, ansonsten sage ich, das war's dann von mir, dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.